Hallo Freunde, heute ist es, oder beziehungsweise jetzt ist es dunkel draußen und dann sehr, sehr kalt. Wir haben Minustemperaturen, minus 5 oder so. Und ich habe mir für mein Dachfenster, der sowieso dunkel ist, sowas hier gebaut. Im Grunde ist es ja so eine Fußboden-Unterlegfolie, die quasi eine Art ja, Dämmung und Schallschutz darstellt. Ne? Und ja, das Ganze habe ich dann quasi jetzt einmal auf Klettverschluss, also Klettverschluss einmal an das Fenster geklebt und einmal an die Folie. Die Folie ist sehr, sehr leicht. Und ich zeige euch das mal. Ja, soll natürlich nicht knicken, aber da sieht man auf jeden Fall, da ist Klettverschluss. Und an der Folie ist auch ein Klettverschluss. So, ich habe das Ganze extra quasi die Bahn so zugeschnitten, dass die Knickstellen quasi, wie sie zusammengefaltet ist, quer liegen und nicht längs, sonst würde quasi die Folie einmal durchhängen, beziehungsweise das Isoliermaterial, wie man das auch nennen mag. Und ich denke mal, jetzt gerade im Winter bei Minusgraden. Also wir haben jetzt doppelt verglastes Fenster, so ist es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass das Fenster nichts aushält, aber wir haben ja hier so ein Messgerät. Und wenn ich auf die Folie gehe, dann sagt mir das Messgerät, hey, wir liegen hier bei einer Temperatur von ja, 19,5, 19,5 Grad. So, die Folie ist jetzt schon seit ein paar Stunden drauf, das heißt also, die hat sich natürlich schon den Fenster angepasst, mehr oder weniger. Es ist jetzt nicht gerade drauf gekommen. So, jetzt gehen wir einmal darunter. Also quasi, ich habe unten extra ein Stück freigelassen, damit, falls sich Feuchtigkeit bildet, dass es nicht dazwischen ist, sondern weg kann. So, und da liegen wir irgendwo bei, ja, 14 Grad. Muss ich natürlich richtig draufhalten. Ja, 15 Grad. Also der Unterschied ist ungefähr ein Drittel. Das heißt, ein Drittel, ja, also wenn wir, ja, mal fokussieren bitte, genau, so ist besser. Wenn das Fenster jetzt hier direkt, quasi Fenster nenne ich im Winter eigentlich eine Kälteheizung, das heißt, wenn die Kälteheizung quasi jetzt direkt ins Zimmer strahlen würde, dann würde das Ganze mit 15 Grad hier reinstrahlen. So strahlt das Ganze mit knapp 20 Grad hier rein, beziehungsweise die Kälte kann nicht einmal eben so durchgehen. Also wenn man auch mit der Hand dran hält, ist es relativ warm. Heißt mit anderen Worten, wir sparen uns richtig, richtig viel Energie, die nicht einfach so durch das Fenster verloren geht, weil tatsächlich. Also Glas selbst ist ein guter Kälte- bzw. Wärmeleiter. Ne? Auch wenn das Ganze doppelt verglast ist und dazwischen auch Luft ist. Klar, trotz dessen leitet das Glas, also die Fläche, schon recht gut die Temperatur nach außen. Ne? Das heißt, die Energie, also das, was man hier so heizt, das wird einfach nur ja, nach außen rausgeschmissen. Und durch so einen Zuschnitt, der mich jetzt vielleicht, was will ich sagen, ich sag mal, der Klettverschluss habe ich bei Aldi gekauft. Ich sage jetzt mal 3 Euro, 5 Euro, ich weiß es jetzt nicht. Hat für ein Fenster gereicht. Ein Set, sag ich mal. Habe ich jetzt komplett einmal quasi hier einmal außen komplett, bis nach oben hier einmal komplett und bis nach unten. Unten habe ich jetzt nichts gemacht. Wie gesagt, weil da, falls sich da irgendwie Feuchtigkeit oder Kondenswasser bildet, ist das Ganze auch nach unten abfließen kann. So, das heißt also im Grunde spare ich wirklich sehr, sehr viel Energie. Energie, die im Grunde, ja, man im Moment bei den Gaspreisen sehr, sehr teuer bezahlen muss. Ne? Das muss man wirklich sagen. Also die Gaspreise sind jetzt nochmal explodiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Bundesregierung nicht mitverantwortlich ist. Ne? Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Aber ich verstehe jetzt nicht, warum da tatsächlich nicht die Nord Stream 2 eröffnet wird und den Bürgern die Kosten auferlegt werden dafür, dass man da sich irgendwie stur stellt. Ne?
Aber gut, das ist natürlich alles geopolitisches Gerangel, was da passiert. Und da muss natürlich jede Regierung für sich selbst entscheiden, was das Beste für die Bürger und für die Regierung selbst ist. So sieht das Ganze quasi aus. Ja, das ist das Fenster, einmal abgedeckt. Natürlich ist es jetzt nicht lückenfrei und so weiter, aber das ist auch gar nicht das Ziel. Es ist das Ziel, wirklich die große Fläche warm zu halten und beziehungsweise die Wärme nicht mal eben so durchzulassen. Das ist das Ziel. Das heißt, wenn ich jetzt heize, bleibt die Wärme viel mehr im Zimmer. Es geht nicht einfach so nach draußen verloren. Das ist das Ziel. Wenn man tatsächlich hinterher möchte und sagt, ey, also am Tag möchte ich aber hier hell haben, ne? Das ist problemlos abgenommen. Wie gesagt, das ist ja nur Klettverschluss. Ich will das jetzt nicht machen, aber das kann man ohne weiteres machen und dann ist das Thema auch schon gegessen. Also auf diese Weise kann man wirklich sehr, sehr einfach sehr viel Energie sparen. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viel Energie tatsächlich so gespart werden kann. Also ich möchte das jetzt auch nicht ausrechnen. Ich könnte es vielleicht sogar theoretisch. Aber das möchte ich nicht. Darum geht es mir nicht. Aber es sind tatsächlich, also ich glaube, ja, bei den momentanen Gaskosten, dass wir das Ganze wirklich in kalten Monaten nach einem Monat schon raus haben, was wir hierfür bezahlen müssten. Gut, jetzt sag ich mal, diese Bodendämmung, weiß jetzt gar nicht, was die gekostet hat, müsste ich lügen, aber ich sag mal, das, also dieser Ausschnitt wird jetzt von mir aus auch nochmal 5 Euro gekostet haben, lass es 10 Euro am Ende sein. Das ist, denke ich mal, alles überschaubar. Ja, Freunde, von mir so ein kleiner Einblick. Also das lag mir wirklich die ganze Zeit am Herzen, sowas mal zu bauen und zu zeigen. Ich weiß auch nicht warum. Also es geht mir jetzt auch nicht so sehr um das, wie viel man da hier jetzt spart, sondern ich finde es schlimm, wie viel man verschwendet. Ja? Es geht nicht um Sparen, es geht tatsächlich um die Verschwendung. Die Verschwendung finde ich schlimm, dass wir tatsächlich das Gas teuer einkaufen, dass wir überall die CO2-Debatte haben und trotzdem so viel verschwenden. Und man kann viele, viele Sachen so einfach beheben und einfach ja für sich und für die Umwelt was tun, sage ich mal, ne? Auf so eine einfache Weise. Wie gesagt, wenn man das Ganze von diesem Klettverschluss abgenommen hat, das werde ich einfach mal morgen zeigen, am Tag, dann ist es ganz normal hell hier im Zimmer und das Fenster erfüllt dann seine Funktion. Ja, von meiner Seite war es das. Ich zeige euch nachher vielleicht nochmal, wie es ohne aussieht und wo ich den Klettverschluss quasi hingemacht habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. So, jetzt bin ich mal im Nachbarszimmer. So würde das Fenster quasi ohne quasi diese ja, Dämmung, Fensterdämmung würde ich sagen, aussehen. Ja. Und ich bin einfach nur mit, zeige ich euch das mal, einfach nur mit Klettverschluss hier an den Seiten, also mit Klebeklettverschluss hier an den Seiten entlang gegangen, habe den dran gemacht. Hier auch und einmal hier oben, dass wirklich das Ganze gut hängt. Und dann im Grunde einfach nur noch, ja, auf die Gegenseite, also ausgeschnitten einmal das Ganze und auf die Gegenseite von dieser Trittschalldämmung dasselbe nochmal, ne? Und dann nur dran gemacht, fertig. Easy, schnell und ja, günstig. Ja, Freunde, von meiner Seite war es das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, der Tipp hat den einen oder anderen auf Ideen gebracht. Wie gesagt, das ist vielleicht von optischen nicht ganz so toll, wobei das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Die Gegenseite ist komplett blau, also so schlecht sieht das nicht aus. Und ich sag mal, im Winter abends das eben dran zu machen, das ist auch nichts Kompliziertes. Und morgens kann man das ja auch wieder abmachen, das ist ja auch nicht das Problem. Und das spart euch eine Menge Energie und viel, viel, viel Energiekosten. Bis dann. Vielleicht noch mal ganz kurz. Ein weiterer Vorteil, den ich gerade festgestellt habe: Das Zimmer ist, wenn man die Heizung anmacht, so viel schneller warm. Das ist unglaublich. Also wirklich, also gefühlt dreimal schneller, als wenn man das nicht dran macht. Also es ist unglaublich, wie viel Energie eigentlich durch das Fenster verloren geht.
So, jetzt habe ich das zweite Zimmer auch fertig gemacht. Das ging recht schnell, also das Zuschneiden und eben das Klettband drauf machen, das ist, ja, das waren jetzt 10 Minuten Arbeit, mehr war das nicht. Das Geniale ist tatsächlich, das erste Zimmer habe ich ungefähr vor 2 Stunden fertig gemacht. Dann habe ich kurz die Heizung angemacht für Viertelstunde. Die Heizung ist recht, also wird richtig heiß bei uns. Dann habe ich sie ausgemacht und ich muss sagen, es ist jetzt 1 Stunde her und es ist immer noch heiß im Zimmer. Normalerweise nach 10 Minuten, wenn du die Heizung ausmachst, ist das Zimmer wieder abgekühlt. Ja? Aber jetzt hält das die ganze Zeit warm. Es ist unglaublich, wie viel Wärme das zurückhält. Unglaublich. Also, ja, es ist vielleicht nicht die schönste Lösung, ja? Aber es ist tatsächlich, mein Gott, also. Ich bin gerade total begeistert, dass es so lange die Wärme hält, ohne dass die Heizung an sind. So, habe das eben kurz abgemacht. Also das kriegst du auch, also wenn es mit Kreppband dran geklebt ist, das kriegst du auch ganz schwierig ab. Das muss man sagen, es hält richtig, richtig gut. Ja, und wenn man, wie man sieht, also weil das Ganze hier ist sehr leicht, Kreppband kann sehr viel mehr aushalten. Jetzt mache ich das Ganze mal ab und zeige euch das mal. So, da haben wir einmal Kreppband an den Seiten, da oben und da wieder an den Seiten. So, und jetzt muss ich das Ganze einmal auf dem Bett zeigen, wo ich gerade drauf getrampelt bin. Da haben wir quasi den Gegenstreifen drauf gemacht. So, und jetzt muss man das nur dran machen, fertig. Es hält richtig, richtig gut. Ja? Also es ist überhaupt gar kein Problem, das dran zu machen und das kann, also das hält problemlos. Richtig gut. Gefällt mir super. Und da nochmal das Ganze gefilmt. Ja, ich muss das loswerden. Ich bin begeistert.